Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute mit dem Thema Stolpersteine auf dem Weg der Treulosen. Und wir lesen zusammen Sprüche 13, Vers 15. Ich habe wieder die NGÜ, die habe ich ja bekommen für diese Reihe. Sprüche 13, Vers 15. Gut angewandte Klugheit verschafft Ansehen. Betrüger jedoch haben einen harten Weg vor sich. Wir lesen, oder ich lese euch vor, was ich dazu geschrieben habe. Während es in der Guten Nachricht Bibel heißt, Leute mit klarem Verstand finden Zustimmung. Treulose gehen einen Weg voller Stolpersteine, heißt es in der Schlachter 2000 Bibel. Gute Einsicht erwirbt Gunst, aber der Weg der Treulosen ist hart. Es ist wichtig, dass du bei den Sprüchen Salomos stets im Kopf behältst, dass es um die Bibel und das von Gottes Geist inspirierte Wort geht. Wenn also von Treulosen gesprochen wird, sind damit Menschen gemeint, die Gott nicht treu sind. Wenn es in dieser Stelle um Verstand geht, ist damit nicht der weltliche Verstand, das, was Menschen unter Verstand meinen, gemeint, sondern das, was Gott unter Verstand versteht. Dieser Verstand betrifft wieder Gottes Wort. Schaltest du in bestimmten Situationen deinen Verstand ein, so wie du es von Gott gelernt hast. In der Tat kann ich immer wieder beobachten, dass der Weg der Gottlosen mit Stolpersteinen versehen ist. Diese Woche konnte ich wieder beobachten, wie der Feind im Leben einer wirklich sehr netten Person Stolperstein für Stolperstein auf dem Weg ablegte und sie darüber stolperte. Es gab einen Autofall, die Tochter einer Freundin wurde ermordet. Ja, du hast richtig gelesen. Der Vater ist krank, die Beziehung ist chaotisch. Diese Person glaubt an Gott, aber verliert gerade Stück für Stück den Glauben, weil sie nicht erkannt hat, dass nicht Gott für diese Geschehnisse verantwortlich ist, sondern der Teufel. Sie ist aber zurzeit nicht offen für die Wahrheit Gottes und das Evangelium. Dem Teufel müssen wir in der Autorität und Macht, die wir durch Jesus Christus erhalten haben, Einhalt gebieten. Wenn wir einsichtig sind und lernen wollen, dann wandeln wir auf dem Weg der Gunst. Wie ein Bruder einmal zu mir sagte, wir haben eine grüne Welle. Und wie es in Römer 8,28 steht, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten dient. Nutze deinen Verstand, gewinne Einsicht und wandle auf dem Pfad der Weisen. Also, was ich jetzt heute wirklich ganz arg dazu habe, ist ja so das Thema Verstand, ja. Ja, ich glaube, es gibt einfach Verstand und Verstand. Ja, es gibt einen weltlichen Verstand und es gibt einen Verstand, der im Einklang mit Gottes Wort steht. Und ich hoffe, dass ihr nach und nach dazu hingelangt, dass ihr mehr aus dem Verstand redet, handelt, agiert, reagiert, wie es Gottes Wort entspricht. Ja, und auch da, als ich es jetzt gelesen habe, lese es nie vorher durch, weil ich eben nicht will, dass irgendwie was von mir da mit reinkommt, sondern ich möchte mich gern wirklich immer vom Geist leiten lassen, wenn ich diese Videos mache. Aber als ich gelesen habe, dass ich beobachten konnte, dass der Weg der Gottlosen mit Stolpersteinen versehen ist, habe ich so kurz, mein menschlicher Verstand hat gedacht, wer war das denn? Aber als ich dann gelesen habe, wusste ich es wieder. Also es ist eine Frau gewesen, die immer noch nicht Jesus als ihren Retter angenommen hat und in deren Leben es einfach Stolperstein für Stolperstein gibt. Und die einfach wirklich an Gott glaubt, ja, betet, all diese Dinge tut, aber eben nicht an Jesus glaubt. Ja, einfach nicht an Jesus glaubt, der sie aus diesem ganzen Schlamassel befreien kann. Und das ist einfach, ich glaube auch, dass das eben auch dieser antichristliche Geist ist und dass, wenn es diese Zeit gibt, wo der Antichrist kommt und wo der seine Macht und Herrschaft hat und es für die Menschen so aussieht, als wäre es kompletter Frieden, dass das eben eine Person sein wird, die vielleicht noch nicht mal Gott in Frage stellt, aber eben, so wie es geschrieben steht, Jesus als den Sohn Gottes ablehnt. Und da ich ja aus dem Bereich der Esoterik komme und Persönlichkeitsentwicklung, also gut, ich sage jetzt mal Esoterik, ja, diese ganzen buddhistischen Sachen, schamanischen Sachen, ja, ich habe das dir alles kennengelernt
Und dort spricht man über Gott, ja, und man spricht über irgendeine Allmacht oder, ja, die Menschen glauben daran, aber sie glauben eben nicht an Jesus. Und das ist einfach dieser große, entscheidende Punkt, ja. Ich glaube auch gar nicht, dass dann, oder könnte mir gut vorstellen, dass eben dieser Antichrist, der da kommt, tatsächlich, sonst würden die Menschen ihm nicht vertrauen, eine Person sein wird, die scheinbar, der es scheinbar so aussieht, als würde sie eben Frieden anstreben. Und das haben wir ja auch bei diesen ganzen vielen Religionen, die es gibt, dass eben Liebe, 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 also ihr müsst mir von dem Bereich der Esoterik echt nichts sagen. Ja, ich habe diese Menschen erlebt und die sind so verblendet, so verstockt. Es ist unglaublich. Die sagen sogar, ja, ich heile mit dem Jesus seiner Kraft. Und die sind so davon überzeugt und sie lieben alle Menschen. Aber innen drin ist es total dämonisch. Und sie sind da einfach sehr, sehr, sehr verstockt. Und es ist schon hart. Also ich finde es hart, das zu sehen und hart zu heute rückblickend zu sehen und auch zu sehen, wie die Menschen da drin einfach bleiben. Und eben nicht sehen, dass sie in den Fängen des Feindes sind. Aber woran ich sehen kann, ist es an ihren Stolpersteinen, ja. Also indem einfach permanent alles irgendwie schief geht. Und ich habe heute auch den Impuls, euch nochmal zu erinnern an 5. Mose 28. Habt ihr schon die Hausaufgaben gemacht? Habt ihr mal allen Segen aufgeschrieben und alle Flüche genommen und sie auf den Kopf gestellt? Ja, Probleme sind Lösungen, die auf dem Kopf stehen. Ein Fluch ist ein Segen, der auf dem Kopf steht. Ist genau das Gegenteil davon, ja. Und dort könnt ihr im 5. Mose 28 eben lesen, wir sind gesegnet beim Ausgang, beim Eingang. Und das heißt nicht, ja, Vorsicht, das will ich nicht sagen. Ich will nicht sagen, dass es nicht Probleme geben wird. Ich will nicht sagen, dass alles immer wie am Schnürchen läuft. Das ist nicht so, denn wir leben in einer gefallenen Welt. Aber was ich sagen kann, es wird sich auf jeden Fall reduzieren, ja, und größere. Na, jetzt muss ich wieder aufpassen, was ich sage, ja, weil dann hat einer ein größeres Drama und dann gehen die Diskussionen wieder los. Ich sag's mal so: Wenn wir die Gnade Gottes haben und es kommen Herausforderungen auf uns zu, dann gehen wir auch in der Gnade Gottes durch diese Herausforderungen hindurch. Es wird sich nicht für uns so anfühlen wie für die Menschen der Welt, die diese Stolpersteine haben. Die Stolpersteine, die ich jetzt hier meine oder die hier gemeint sind, sind einfach die Stolpersteine, über die man stolpert, weil man Jesus nicht hat. Und habe gerade heute Morgen, habe ich aber noch nicht geprüft, ja, also deshalb ohne Gewähr, habe ich nicht geprüft, werde ich aber definitiv noch nachholen, dass mir zu Ohren gekommen ist, dass das ursprüngliche Vaterunser im griechischen Urtext, wo es heißt, und führe uns nicht in Versuchung, ich habe ja sowieso nicht im Herzen gehabt, dass Gott uns in Versuchung führt, ja, sondern er kann uns den Versucher preisgeben, Gott kann etwas zulassen, damit der Versucher an uns herankommen kann. Und dann ist das wie eine Prüfung für uns. Aber gleichzeitig mit dieser Prüfung hat Gott uns schon den Ausgang gegeben. Ja, also wir können diese Prüfung bestehen. Aber ich habe heute Morgen kam mir zu Ohren, das wollte ich mal noch nachprüfen, könnt ihr aber auch mal machen. Im griechischen Urtext, in dieser Passage heißt, führe uns um die Versuchung herum. Ja? Also gar nicht so sehr, führe uns nicht in Versuchung, sondern führe uns um die Versuchung herum. Ja? Herr, ich will auf den Heiligen Geist hören. Ich möchte hören, wo du mir sagst, tu dieses nicht, tu jenes nicht, weil du mich gar nicht in die Versuchung bringen willst. Ja? Gott will uns ja nicht immer der Versuchung preisgeben oder beziehungsweise zulassen, dass der Versucher an uns herantritt. Aber auf dem Weg der Gottlosen nicht deshalb finden sich andere Art von Stolpersteinen, ja, nämlich die Stolpersteine des Fluches, der auf der Menschheit liegt, ja, oder auf denen lag, die neu geboren worden sind, ja, also die Stolpersteine als Folge vom Fluch für diejenigen, die eben nach Gott nicht fragen.
Jakobus 4,7, unterordnet euch Gott unter, widersteht dem Teufel und er muss vor euch fliehen. Da habe ich noch was dazu im Herzen, zu dieser Passage, dass wir dem Teufel in Macht und Autorität, ja, immer wieder begegnet mir, wenn ich mit den Menschen zu tun habe, dieser Unterschied zwischen Macht und Autorität, ja, Macht und Autorität in Christus und gleichzeitig Demut, Kleinheit, und Gottesfurcht, Ehrfurcht. Ja, wie bringt man das zusammen? Ich habe schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich habe den Eindruck, es heute noch mal zu wiederholen. Macht und Autorität, ja, und zu wissen, wer wir sind, haben wir immer dann, wenn wir mit dem Teufel zu tun haben. Ja, also wenn du mit dem Teufel konfrontiert bist, wenn du mit Lehren konfrontiert bist, wenn du mit Rebellen konfrontiert bist, auch ich habe das ganz oft mit Menschen, die sagen, dass sie meine Geschwister sind, wo ich nicht weiß, ob sie wirklich neu geboren sind, wo sehr viel Rebellion kommt. Ja, also wenn ich merke, dass gegen Gottes Wort Rebellion kommt, bin ich immer in der Macht und Autorität. Und das ist manchmal für den einen oder anderen Christen, der noch neu geboren ist, aber dort die Rebellion mal so kurz ausbricht, ja, also der Feind kurz die Macht über ihn hat. Wissen wir ja auch bei Petrus, ja, Petrus ging Jesus hinterher und hat eben gesagt, nimmermehr wird dir das widerfahren, dass du nach Jerusalem gehst und leiden musst. Ich sage es jetzt mit meinen Worten. Und Jesus sagte, hinter mich Satan an deinen Platz. Ja, du bist mir ein Ärgernis. Das, was du sagst, ist menschlich und nicht von Gott. Ja, also da war Jesus sehr harsch. Das ist Macht und Autorität, wenn wir mit dem Teufel zu tun haben. Deswegen, der ein oder andere erlebt mich dann als jemand, der sehr hart ist oder sich sehr hart anhört, ja, vielleicht auch gesetzlich anhört. Aber wenn euch das begegnet und ihr den Eindruck habt, dass ich so gerade zu euch bin, dann prüft euch auch mal, okay, wandle ich vielleicht gerade im Fleisch? Und also ich probiere mich immer so zu verhalten, wie der Geist Gottes mir sagt, dass ich tun soll und nicht um Menschen zu gefallen. Und dann wiederum haben wir dann Mitgefühl, Liebe und Barmherzigkeit, wenn wir merken, jemand meint es im Herzen wirklich ernst. Jemand sucht bei Gott Trost, er sucht wirklich, er hat Einsicht, er möchte gern weiterkommen. Und dann bin ich auch plötzlich ganz anders. Und das hat auch schon gewechselt. Ja, das konnte innerhalb von 10 Minuten konnte das sich total drehen. Und rückblickend hat es immer damit zu tun gehabt, dass diese Person, mit der ich zu tun hatte, plötzlich wieder auf Gottes Weg kam, ja, oder in den Geist Gottes kam oder in die Wahrheit kam, in eine Einsicht kam. So, und dann kommen wir nämlich zu diesem Punkt, die Demut, ja, es muss sich niemand vor mir beugen, ja, vor mir muss sich niemand beugen, weil ich bin ein Mensch wie ihr auch. Ich bin nichts Besseres und ich bin nichts Schlechteres, sondern bin da einfach wie alle anderen auch und dankbar, dass Jesus mich gerettet hat. Aber diese Demut und dieses Kleinsein haben wir gegenüber Gott. Ja, also wir fordern Gott nicht heraus. Wir sind Gott gegenüber nicht frech. Ja, wir haben das zwar, wisst ihr, Abraham hat mit Gott gehandelt. Ja, und das war aber anders. Ja, also er hat das nicht arrogant gemacht oder dass er auf Gott herabgeblickt hat, sondern er hat es in einer Freimütigkeit getan, aber dennoch voller Ehrfurcht und Demut vor Gott. Ja, also wir können schon kühn sein, zu Gott kommen. Aber wir sollten uns immer bewusst sein, in welcher Haltung, in welcher Ordnung wir uns befinden. Auch da, immer wieder kommt auch in der letzten Zeit, dass ich darüber ein Video machen soll, über das Thema Systemik in der Welt. Ja, kennt ihr ja vielleicht Familienaufstellungen, Organisationsaufstellungen in Unternehmen, habe ich auch schon gemacht. Ja. Die Reinszenierung eines Familienproblems im Arbeitskontext. Heute würde ich sagen, die Reinszenierung eines Konfliktes mit dem großen, allmächtigen Gott projiziert auf die Familie oder auf das Arbeitsleben. Also es gibt Ordnungen, es gibt Gottesordnungen und das ist für mich einfach das Original, ja, das andere wieder die billige Kopie. Und wenn wir in Gottesordnungen wandeln und wenn wir an unserem Platz sind, wisst ihr, dann flutscht's auch, ja, dann ist auch alles gut. Und dann kriegen wir auch mit, wenn da ein Stolperstein liegt, ne? Und wir fallen nicht so blindlings einfach drüber.
Also einfach das nochmal so zur Ergänzung. Jetzt habe ich auch für heute nichts mehr. Ich wünsche euch eine gute Zeit und ich freue mich bis nächste Woche. Shalom.